Yo Leute, Dero ist am Start und ja, herzlich willkommen. Ich muss mal kurz noch mein Mikrofon richten, das knatscht einmal. Na, oder auch nicht. Herzlich willkommen zur Qualifikation hier aus Singapur. Ja, das Nachtrennen, das Highlight des Jahres. Für mich persönlich ist es kein Highlight mehr. 2008 war es das noch, 2009 auch noch, 2010 hat es schon ein bisschen nachgelassen und jetzt gibt es ja sogar ein weiteres Nachtrennen in Bahrain. Also, wir gehen direkt auf die Strecke, die Q1-Session, kein Problem für uns. Ist ja schon Routine geworden, einfach raus, eine Runde, wieder rein und fertig. Ja, am Wochenende war auch der große Preis von Monaco. Ich habe einmal kurz reingeschaut, allerdings nicht viel. Ja, ich weiß auch gar nicht mal, wer am Ende wer gewonnen hat. Ja, wie gesagt, viel davon habe ich nicht gesehen. Und ja, das war es dann auch schon. Mehr kann ich dazu schon gar nicht sagen. Den Start habe ich gesehen und das war's. Ansonsten habe ich aber gestern gesehen, wir haben die 2000 Abonnenten-Marke geknackt und das, obwohl ich jetzt an diesem Wochenende relativ wenig gemacht habe. Viele gehen schon davon aus, ich hätte keine Lust mehr auf Formel 1. Ich weiß nicht, was wir sonst noch so für Geschichten haben, aber das mit keine Lust auf Formel 1 stimmt einfach nicht. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass jetzt ja bekannt wurde, die Verschiebung von F1 2015. Also das wurde ja jetzt nun mal bekannt und bestätigt, dass es verschoben wird. Und von daher müssen wir gucken, dass wir das wieder ein bisschen strecken. Sonst wäre das ja, in ein paar Tagen schon soweit gewesen. Dann hätten wir F1 2015 bereits gehabt. Das Ganze um einen Monat verschoben. Ich persönlich finde es gut, dass Codemasters sagt, wir verschieben das Ganze lieber um einen Monat. Wir werden damit nicht fertig. Wir schaffen das nicht. Und dann ist das halt so. Bei Project Cars wird das ja auch seine Gründe gehabt haben. Und es hat sich wahrscheinlich auch gelohnt, dann nochmal ein, zwei Monate zu investieren an Arbeit. Denn man möchte ja auch möglichst nicht sofort wieder am Release einen Day-One-Patch rausbringen, der weiß ich nicht wie viel Gigabyte schon beinhaltet. Zum Beispiel bei Assassin's Creed Unity, ja, wie Ubisoft das gemacht hat. Da gab es schon ein paar Gigabyte Update. Ich glaube 4 oder so waren es mit dem, ja, das war nicht ganz ein Day-One-Patch, aber da gab es schon ein Mega-Update. Und darum finde ich das eigentlich heutzutage richtig gut, wenn die Entwickler sagen, nein, wir verschieben das Ganze nochmal um ein, zwei, vielleicht auch drei Monate. Denn wir müssen die Qualität sichern. Ganz einfach. Also, F1 2015 verschoben auf den, ich glaube, 10. oder 15. Juli, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall in den Juli verschoben, Anfang Juli, für mich kein Problem. Für euch denke ich mal doch auch nicht, denn wir beschäftigen uns mit der 2014er Saison hier noch und Project Cars mit unserer Karriere, wo wir beim letzten Mal, oh, schöner Verbremser hier, wo wir ja beim letzten Mal leider den M1 in die Wand gesäbelt haben, weil ich irgendwie überhaupt nicht mit diesem Regenschauer zurechtgekommen bin in Zolder. Das war ein bisschen bitter, aber gut, wir sind jetzt hier beim Qualifying der Formel 1 in Singapur, oder eher gesagt beim großen Preis von Singapur. Und ja, das ist ja das Nachtrennen, für mich kein Highlight mehr, für einige, die eventuell nicht so lange dabei sind bei der Formel 1 oder eventuell, keine Ahnung, jetzt die Formel 1 für sich entdeckt haben. Da ist es natürlich für die vielleicht was Neues oder auch nicht, weil einige von euch kommen ja auch aus dem GT-Sport oder sind Fans vom GT-Sport. Da ist ja nachts fahren gang und gäbe. Und ja, deswegen, also für mich ist Singapur kein Highlight mehr. Ich finde es ganz nett. Meiner Meinung nach braucht man es aber jetzt auch nicht mehr. Die Strecke ist gar nicht mal so schlecht. An sich ist die Streckenführung, finde ich, sogar sehr gut gelungen für den Startkurs. Und ja, mehr gibt es auch eigentlich gar nicht zu erzählen. Wir schauen mal, wo wir heute stehen werden. Ich hoffe, wir werden weit vorne stehen. Ich gehe mal auch schwer davon aus, dass wir einen der vorderen Plätze bekommen werden. Ansonsten müssen wir ja ein bisschen in die Röhre gucken. Nein, gar nicht wahr. Wir müssen dann einfach nur zusehen, dass wir im Rennen gut nach vorne kommen. Curbs sind hier sehr gefährlich. Ich glaube, man sieht das schon, das sind halt eben, ja, ich sag mal, künstliche Curbs, die sind halt sehr hoch, die fügen sich eher weniger in die Strecke ein, wie wenn du jetzt auf einer normalen Rennstrecke bist. Da hast du natürlich ganz normale Standard-Curbs, die eher so flach sind. Diese sind hier hingelegt, ja, mehr so hingelegt, deswegen sind die auch sehr hoch. Warum das immer so ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. So, Runde 1, damit haben wir jetzt die schnellste Runde. Ich würde sagen, wir gehen
direkt mal in die Garage und ja, gehen auch in Q2, würde ich einfach mal so sagen, können auch direkt in Q2 gehen und so, dann müssen wir, nee, die Session gar nicht wahr, nee, wir machen es so. Nicht, dass ich wieder irgendwas falsch mache. Also Q1 hier natürlich locker überstanden. Ja, das ist ja gar keine Frage. Auch wenn wir jetzt hier nicht die schnellste Runde gefahren sind, ist es nicht schlimm. Denn es kommt wirklich in Q3 oder eher gesagt Q2 schon, Q3 drauf an. Ihr seht es ja auch hier, Rosberg zeigt nicht volles Potenzial. Er wird sicherlich schneller als eine 1,50 fahren können. Also da könnt ihr aber definitiv mal von ausgehen. So, Q1 haben wir jetzt schon hinter uns. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz, wer raus ist. Sutil, Perez, also Sauber und Force India, jeweils einer. Das komplette Lotus-Team und das Marussia-Team ist raus. Da müssen wir jetzt auch nicht die Fahrer aufzählen, denn dann solltet ihr ja wissen, wer da fährt, so ungefähr. So, wir sind jetzt in der Q2-Session, haben jetzt hier die weichen Reifen. Wir gehen jetzt raus mit der fliegenden Runde. Hätte ich gerade in Q1 vielleicht machen sollen, in Q2 auch. Ja, in Q3 mache ich das auf jeden Fall, weil ihr seht es, auch hier klappt das jetzt leider nicht so. Aber in Q3 mache ich das eigentlich immer, weil wenn ich rausfahre, fahren alle gleichzeitig raus. Die fahren alle hintereinander weg, wie auf der Schnur, wie auf der Perlenkette. Das hier ist jetzt auch gerade nicht so optimal, dass wir jetzt hier unseren Teamkollegen vor uns haben, aber gut, ändern können wir das jetzt eh nicht mehr. Wir werden ein bisschen Lücke lassen und gucken, dass hier hinter uns der Williams nicht vorbeizieht, sonst haben wir den gleich auch noch vor uns. So, gucken wir mal. So, dann würde ich sagen, ziehen wir mal das Tempo jetzt an. Wir haben die Super Soft Reifen, also die ganz weichen, und jetzt mit DRS und ja, im Motorprogramm 3, so hat man das mal gesagt. Also fettem Gemisch sind wir jetzt hier unterwegs in der Q2-Session. Der Wagen liegt auf jeden Fall sehr gut hier. Ach ja, komm, das muss natürlich jetzt hier wieder sein. Und dann fahren die auch noch so eine Schlängellinie. Hier ein Lotus vor uns. Das könnte jetzt schon wieder ein bisschen Zeit gekostet haben. Ist immer ein bisschen ärgerlich, aber gut, die Strecke ist auch, glaube ich, wirklich sehr kritisch für sowas. Ich weiß gar nicht, ist zwar relativ lang, aber trotzdem kommt man sich hier, wenn man sich mal in die Quere kommt, wirklich ein bisschen in die Haare, weil es halt eben wieder ein Stadtkurs ist. Ja, in Monaco wäre das natürlich jetzt noch schlimmer gewesen, weil ich finde, Monaco ist noch schmaler, oder Monaco ist noch schmaler, das finde ich nicht so, das ist einfach Fakt. Aber ja, trotz alledem hat man hier halt nicht viele Möglichkeiten, um irgendwie, oh, das war nicht so sauber, um irgendwie Platz zu machen, um den schneller Fahrenden, sag ich mal, gewähren zu lassen. Gucken wir jetzt gleich mal, aber ich denke, wir werden Q3 hier sicherlich erreichen. Also da mache ich mir eigentlich keinerlei Gedanken. Wenn wir hier gut unterwegs sind, dann passt das auf jeden Fall. Wir werden es ja gleich sehen an den Zeiten. Zwischenzeiten und so werden natürlich jetzt hier unterlegt mit lila, pink, rosa, wie auch immer. Auf jeden Fall mit der Farbe für die schnellsten Zeiten im Sektor. Liegt aber auch daran, weil wir noch keinerlei Referenzzeit haben. Dann ist natürlich klar, fährt jeder den schnellsten Sektor. Ist ein bisschen schade, dass das hier in dem Spiel so ist. Normalerweise werden da immer schon festgehalten, wer wie schnell in dem Sektor war. Und jetzt haben wir hier auch schon die erste Zeit, eine 1:48.0. Wir haben eine 1:47.4. Oh, Jensen war 0,6 Sekunden nur langsamer. Das freut mich auf jeden Fall, dass. Ja, das könnte was werden. Gucken wir jetzt direkt mal, dass wir in die Boxengasse zurückgehen und ja, schauen mal, was da die anderen so treiben. Wir werden in der Zeit ein bisschen nach vorne springen, also wir werden jetzt einen Sprung in die Zukunft sozusagen machen. Gucken wir mal. Ja, doch, aber mit der Zeit sollten wir das sicher erreichen. Auch hier wieder nicht 100% wahrscheinlich von Rosberg und Hamilton. Die sind da sehr langsam mit einer 1,49 jeweils. Ganz knapp sogar weiter nur. Also das ist heftig. 1:48.0 von Jensen Button. Das hört sich schon mal ganz gut an. Und wer raus ist, sehen wir jetzt hier auch im Überblick. Ich glaube, das wird heute eine sehr schnelle Qualifikation. Ich denke, das Team McLaren, das sehen wir jetzt auch hier, ist sehr stark. Eventuell liegt es an den neuen Teilen, eventuell aber auch einfach nur daran, dass einige nicht 100% gegeben haben. Also Hülkenberg jetzt hier sogar die drittschnellste Zeit mit seinem Force India. Und ja, die beiden Mercedes sehr enttäuschend auf 8 und 9. Mir passt es, euch keine Ahnung. Ich finde es gut, ihr keine Ahnung. Ja, Kimi Räikkönen, Kwiat, Ricciardo, Gutierrez, Kobayashi und Ericsson sind erstmal raus. So, das
zur Session Q2. Wir gehen jetzt direkt in die Q3-Session. Ich fahre direkt mit der fliegenden Runde raus. Ich fliege nicht mit der fahrenden Runde, ich gehe mit der fliegenden Runde direkt raus. Wir müssen ja, jetzt mit der fliegenden Runde raus, weil sonst kommen wir definitiv in den Verkehr. Jetzt geht es ja noch, jetzt haben wir nur den Red Bull vor uns, aber wie gesagt, sonst fährt halt jeder Fahrer sofort raus aus der Box und dann hast du halt wirklich kompletten Verkehr vor dir, so wie ihr das jetzt halt auf der Streckenkarte seht, Button da zwischen zwei anderen Fahrern. Keine Ahnung, warum er das so haben möchte, aber das ist halt leider bei dem Spiel ein bisschen so. Ich hoffe, das wird bei 2015 auch ein bisschen bearbeitet, dass nicht alle sofort sich rausstürzen, dass man dann wie auf einer Perlenkette fährt im Rennen schon. Das finde ich ein bisschen schade in der Qualifikation. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier in der Q3-Session und müssen hier eine schnelle Runde hinlegen. Das machen wir auch mit DRS, Benzingemisch auf Fett, ja, also Gemisch 3. Ja, Benzingemisch 3, Motorprogramm 3. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier eine erfolgreiche Qualifikation hinlegen. Ah, das war schon nicht so sauber. Da habe ich irgendwo ein stehendes Rad gehabt vorne rechts. Ich glaube, Turn 2 direkt war das stehende Rad. Aber oh, auch hier nicht sauber durchgekommen. Da habe ich den Körper ein bisschen berührt und schon rutscht der Wagen. Aber wir haben ja mehr als eine Runde zur Verfügung. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Oh, der auch nicht ganz ideal durchgekommen. Aber immerhin durchgekommen. Heile. Für mich erstmal wichtig, heile hier durchzukommen, ohne schon das Auto zu zerlegen und dem Team unnötige Arbeit zu bereiten. Das ist immer das Ganze. Ja, das ist erstmal das A und O bei solchen Strecken. Schnell fahren und trotzdem so, dass das Auto, ja, ich sag mal, möglichst heile bleibt. Ja, dass man Frontflügel abbricht oder so. Ich glaube, das ist kompletter Standard hier. Das ist auch in Monaco nicht anders. Wir haben es ja sicherlich mehrfach sehen können, beziehungsweise einmal habe ich es sogar gesehen. Das war bei Verstappen, glaube ich. Oder? Irgendjemand hat sich auf jeden Fall einen Teil vom Frontflügel abgebrochen. Beim Toro Rosso müsste das gewesen sein. Toro Rosso. Ich verschluck das immer ein bisschen. Toro Rosso. Ja, aber man neigt doch dazu. Ja, bei diesem Teamnamen. So, sehr schön hier auf jeden Fall durchgekommen. Das ist cool. Diese Kurve finde ich extrem schön. Ja, wenn man hier den Curb nicht mitnimmt, so wie ich es gerade gemacht habe, kommt man sogar sehr, sehr flott dadurch. Ah, auch hier nicht der Linie treu gewesen. Also jetzt fange ich wieder an, Zeit zu verschenken. 1,47,4, 1,4. Das könnten... Ja, doch, das passt. 1,47,1,3,9. Wir hängen nochmal eine Runde dran. Bottas aktuell mit der zweitschnellsten Runde, aber noch haben nicht alle ihre Rundenzeit abgelegt. Massa jetzt die zweitschnellste Zeit. Also da ist nicht viel Luft zwischen mir und Massa zum Beispiel. Also da müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen nachlegen, denke ich. Sehr schön hier durchgekommen. Gucken wir jetzt gleich mal, was Sektor 1 sagt. Ob wir Minus oder ein Plus haben. Ich denke mal, das wird jetzt ein Minus. Wir sind da deutlich besser durchgekommen als in der Runde zuvor. Auch hier jetzt, ja, sehr schön. Kaum Rutscher, aber wir sind etwas langsamer. Gut, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass wir hier etwas langsamer sind. Erfreulich ist auf jeden Fall, dass das neue Teil, der neue Heckflügel, gut arbeitet. Also wir haben wirklich eine Wahnsinns-Aerodynamik hier hingestellt bekommen. Einen richtig guten Anpressdruck. Also ich rutsche kaum noch. Ah, das hier war nicht sauber abgekürzt sogar. Normalerweise nicht fair, aber gut, das Spiel hat es jetzt hier nicht bestraft. Da bin ich nicht sauber durchgefahren. War auf jeden Fall mein Fehler. Gucken wir jetzt mal auf den nächsten Sektor, der müsste jetzt hier jeden Moment kommen. Da haben wir einen. Und ja, wir haben absolute Bestzeit in Sektor Nummer 2. Oh, jetzt bloß nicht die Zeit hier wegschmeißen. Schön mit dem Heck rumgerutscht. Ich glaube, wir haben es gesehen. So, auch hier. Ja, sauber. Sehr sauber. Also man muss hier wirklich sehr gut um die Curbs drumherum kurven. Sobald man den ein bisschen berührt, ja, da rutscht man dann schon. Auch hier schön drumherum kurven. Das ist hier so ein bisschen... Ja, erinnert das Ganze an ein Slalom, weil man halt wirklich um jeden Körper herum kurven muss. Das ist einfach nicht anders machbar. Es ist wirklich nicht anders machbar. Sehr schön, hier die letzte Kurve erwischt. Das ist eine 1,47,009. Also nochmal um 0,130 Sekunden hier verbessert. Felipe Massa aktuell mit der zweitschnellsten Zeit von Mercedes sieht man hier aktuell überhaupt nichts. Das wundert mich ein bisschen. Gehen wir mal in die Garage und beschleunigen den Vorgang ein bisschen. Ja, weil wir brauchen ja jetzt nicht unbedingt diese In-Lap. Also,
Ja, wir gucken jetzt mal hier. Hamilton und Rosberg, 6. und 7. Ja, was ist denn da los? Massa hier ganz klar dahinter. Fernando Alonso ganz klar hinter uns. Aber es ist ganz klar, aber nicht so ein krasser Abstand von 0,7, fast 0,8 Sekunden bei Rosberg zum Beispiel. Button jetzt leider auch ein bisschen verloren. Spulen wir die Zeit nach vorne, aber das dürfte die Pole Position für uns sein hier in Singapur beim großen Preis von Singapur. Ja, der große Nacht-Grand Prix. Und ja, das ist auch die Pole Position. Ja, jetzt wo Rosberg und Hamilton nicht angreifen konnten oder nicht angegriffen haben, ja, ist das dann die Pole Position für uns. Also, wir starten morgen im Rennen von Position Nummer 1. Das ist auf jeden Fall gut. Ein weiterer Schritt Richtung Weltmeisterschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Das Projekt Formel 1 2014 wird natürlich hier ohne irgendwelche Lustlöcher oder ich habe keinen Bock oder so, wird das hier zu 100% abgeschlossen und wir gehen oder ich versuche es nahtlos in die Saison 2015 über. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen beruhigt. Es war auch ein langes Wochenende. Da ist man dann eher ein bisschen privat unterwegs und weniger für YouTube. Ist aber auch, glaube ich, verständlich. Wir hatten, wie gesagt, langes Wochenende. Und jetzt die Woche wird wieder Full Power, ganz normal. 1 bis 2 Videos pro Tag, kommt immer ganz drauf an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Abo dalassen, werdet einer von den über 2000 Abonnenten. Ja, Kommentare schreiben. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut, bis dann. Ciao.